Mit dem Sammeln begonnen und nach nur 7 Wochen hatten wir das Quorum bereits erreicht und jetzt nach knapp 3 Monaten haben wir natürlich mit 23.693 Stimmen das Quorum deutlich übertroffen. Und wir fahren alle gerne Fahrrad. Sondern auch viele Ältere würden viel häufiger aufs Fahrrad umsteigen, trauen sich aber nicht, sind sich nicht sicher oder haben noch keine Erfahrung, weil es einfach die Möglichkeiten nicht gibt. Also natürlich wird auch der Verkehrsraum neu aufgeteilt werden müssen. Wir haben heute die Stimmen feierlich dem Oberbürgermeister übergeben und hoffen, dass diese klare Stimme aus der Bevölkerung gehört wird, ernst genommen wird und jetzt endlich die Radwende ins Rollen kommt und die Stadt Essen zur Fahrradstadt werden kann. Über 23.000 Unterschriften sind ein starkes Votum, ein klares Bekenntnis der Bürgerinnen und Bürger für mehr Radfahren. Das heißt natürlich auch, dass wir uns auf den Weg machen müssen. Denn die Arbeit beginnt jetzt erst. Wir wollen die Unterschriften nicht abheften, sondern wir wollen sie leben. Wir wollen einen Auftrag ernst nehmen für besseren und für mehr Radverkehr in unserer Stadt. Ja, das heißt natürlich auch, dass der Verkehrsraum insgesamt sich verändern wird. Und diese Aufgabe miteinander zu gestalten, ist eben mit meiner Aufgabe als Oberbürgermeister. Ja.